Hallo ihr Lieben, da ist er wieder, eure Katrin, und heute möchte ich euch eine weitere Collector-Neuheit vorstellen, den Kamui-Saurus von 2021. Ebenfalls eine Neuheit, und er ist winzig klein, ja, also er ist eher so eine Miniatur, ja, vielleicht nicht größer, vielleicht genauso lang wie meine Hand, ja. Doch bevor wir zum Modell kommen, kommen wir erstmal zu den Fakten rund um dieses Tier. Sein deutscher Name bedeutet Gottheit der japanischen Dinosaurier. Die ersten Überreste dieses Dinosauriers wurden im Jahr 2013 gefunden, als Wissenschaftler einen Teil des Schwanzes entdeckten. Weitere Ausgrabungen förderten ein fast vollständiges Skelett zutage, das größte, das bislang in Japan gefunden wurde. Kamuisaurus besaß einige einzigartige Eigenschaften, die ihn von anderen Dinosauriern unterscheiden, mit denen er eng verwandt war. Die Schädelknochenkerbe ist tiefer positioniert, der Kieferknochen ist besonders kurz, und eine kurze Reihe von Stacheln auf dem Rücken waren im Vergleich zu anderen stärker geneigt. Kamuisaurus lebte in einer marinen Umgebung. Auf seinem Kopf könnte Kamuisaurus einen kleinen Kamm getragen haben. Wahrscheinlich handelt es sich bei dem Fossil um das eines ausgewachsenen männlichen Individuums im Alter von 9 Jahren oder gar älter. Von der Höhe her war er wohl 3 Meter hoch und 8 Meter lang und hatte ein Gewicht von circa 5 Tonnen. Und Fundorte waren halt Japan und so weiter. Fundorte eben in Japan. Er war natürlich ein Pflanzenfresser, gehörte zu den Edmontosaurini. Er bewegte sich biped und auch quadruped. Hier wird ein Vierfüßerstand gezeigt. Und jetzt kommen wir zu den Maßen dieses winzig kleinen Modells. Er ist circa 14,5 cm lang und an der höchsten Stelle etwa 5,5 cm hoch. Trotz seiner geringen Größe ist dieses Modell wirklich wunderschön gestaltet, was mich absolut verblüfft. Und hier in der Kamera, da werden Details sichtbar, die man so eigentlich kaum wahrnimmt, besonders diese kleinen Falten hier so im Gesicht unterhalb des Auges. Ja, die Wangen, die hier so dargestellt sind, sind mit feinen, zarten Falten unterlegt, sodass ich glaube, dass es eher ein 3D-Druck ist und kein von Hand modelliertes Modell. Zumindest ist er so fein gemacht, dass ich mir das kaum vorstellen kann. Er ist hauptsächlich von einer ziemlich graugrünen Farbe, auch wenn er hier in der Kamera etwas kräftiger aussieht in seiner Farbgebung. Tatsächlich ist er aber graugrün. Er hat ein vollständig ausgemaltes, schwarz glänzendes Auge, welches auch winzig, winzig klein ist. Und hier dieser kleine Kamm, wie eben erwähnt, ein Hornschnabel, eine winzig kleine Nase, ein recht liebevoll gestalteter Hals. Aus der Därme hier so auf der Rückenlinie bis runter zum Schwanz. Ja, und er wird noch recht schnell gezeigt sein, eben weil er so winzig ist. Und auch er hat hier die typische Collector-Handschrift, ja, in der Farbgebung und auch in der Gestaltung der Haut und so weiter. Die Füßchen sind braun abgesetzt mit grauen Krallen. Schmale Brust. Wirklich noch sehr liebevoll gestaltet. Ein paar recht schlichte grüne Streifen hier am ganzen Körper. Gelber Fleck an der Flanke, gelber Fleck im Übergang zum Schwanz. Und da steht es nochmal: Produktionsjahr scheinbar 2020, hoffentlich dann 21. Kleine Kloake hat er auch noch bekommen. Hinterbeinchen, auch die sind noch sehr schön gestaltet. Wie gesagt, recht schnörkellos, recht schlicht und dennoch sehr schön, sehr liebevoll gemacht. Und auch noch ein toller Repaint-Kandidat. Noch die andere Seite. Wirklich herzig, oder? Schöner gelber Strich, dann noch im Gesicht. Das winziges Gehörloch, also es ist wirklich alles extrem klein bei dem, ja. Wunderschön. Ja, von diesem Modell wünschte ich mir auch noch mal so eine Deluxe-Variante, das wäre super. Ja, und im Prinzip ist er damit auch schon gezeigt.
Wenn er so klein ist. Und so sieht das gute Stück dann einmal in der Ansicht von vorne aus. Rückansicht, dann in der Ansicht von oben, das ist so winzig, ne? Und einmal in der Ansicht von unten. Ja, Lieben, wie immer findet ihr das Modell in der Videobeschreibung, ja, habe ich euch da nochmal verlinkt. Und im Grunde genommen war es das auch schon, ja, ist ja recht schnell gezeigt. Und ich für meinen Teil klinke mich dann wieder aus, sage tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Review Time, Unboxing Time, was auch immer, Time bei Katrin. Bis dann, ihr Lieben, und bye!